So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Plants vs. Zombies. Das letzte Mal haben wir die ersten 10 Level gemacht. Und ja, ich wollte eigentlich sagen, nachdem wir sonst noch keine anderen Optionen haben, machen wir mal mit dem Abenteuer weiter. Jetzt ist es nämlich Nacht. Guten Abend, Gideon. Diese Zombies geben einfach nicht auf, was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Und zum Glück hast du ja noch ein paar Pustepilze. Pflanze davon so viele wie möglich, dann ist alles Paletti. Yep, das ist durchaus richtig, denn die Pustepilze, das sind, ja, Pflanzen, die nichts kosten. Damit sollten wir dieses Level gut überleben können. Wir sehen hier sind sowieso nur normale Zombies und ein Zeitungszombie. Etwas ganz was Neues. Die Kartoffelmine nehme ich mit. Ich brauche außerdem Erbsenkanonen. Walnuss tut sich in dem Level nicht schlecht und die Kirschbombe ist sowieso nie verkehrt. Und wir haben diese nervigen Gräber jetzt hier. So. Pustepilze muss ich hier auf Abklingzeit pflanzen. Oh, ich muss niesen. Ah, so, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt das nicht mehr gehört. Pflanze hier vorsichtshalber mal eine Kartoffelmine. Lass ich den Zombie da erstmal reinrennen. Das Problem an Pustepilzen ist, dass sie nur eine ziemlich geringe Reichweite haben. Ich fange nämlich erst bei kurzer Distanz an, auf die Zombies zu schießen. Diese Gräber stören mich insofern, weil ich auf diese nichts pflanzen kann, auf die Felder, auf denen ein Grab ist. Außerdem kommt da noch eine kleine Sache hinzu, die man später noch sehen wird, was es mit den Gräbern auch auf sich hat. Oh. Wir kriegen Geld. Ich habe 10 Euro. Yay, YouTube Money. Oh, da kommt der erste Zeitung-Zombie. Normaler Zombie und sobald seine Zeitung kaputt ist, geht er Enrage. Er war ja schließlich so kurz davor, seinen Sudoku zu lösen. Dann geht die Zeitung kaputt. Ist ja schließlich unerhört, ne? Ich pflanze jetzt da hinten noch ein bisschen was mit Erbsenkanone zu, damit ich auch etwas für lange Distanz habe. Bei der letzten Welle kommt aus jedem Grab ein normaler Zombie noch mit raus. Das sind 50 Euro. Haben wir schon 60 Euro verdient jetzt. Sind wir schon bei 80 Euro. Hey, ich werde reich mit dem Spiel. Der Sonnenpilz.
Und außerdem kriegen wir ab jetzt immer für jeden Rasenmäher, den wir am Schluss noch stehen haben, 50 Euro dazu. Gib dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Hey, du hast schon Münzen für 330 Euro gesammelt. Wenn du 570 Euro zusammen hast, verkaufe ich dir etwas echt Feines. So, da wollen wir doch mal gespannt sein. So, da kommen jetzt schon wieder Pylonen und Eimerzombies dazu. Die Sonnenpilze, die ersetzen uns mehr oder weniger die Sonnenblumen. Was brauche ich jetzt alles? Walnüsse sind hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Sonnenpilze geben mir halt lediglich 15 Sonnen jedes Mal, wenn sie was ausspücken, und nicht nur nicht wie die Sonnenblumen 25. Dafür werden die Sonnenpilze irgendwann mal groß und geben genauso viel wie die Sonnenblumen. Aber solange sie noch klein sind, muss ich damit auskommen, dass sie gerade etwas weniger geben. Und da die Pusterpilze sowieso kostenlos sind, soll mich das jetzt nicht weiter stören. Die geben mir meine Verteidigung so lange, bis ich was Ordentliches habe. Die Nachtlevel sind demnach an sich nicht wirklich schwer. Speziell jetzt mit den Sonnenpilzen geht das eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich pflanze mal noch eine zweite Reihe von denen. Jetzt fange ich schon wieder an, zwei Reihen Sonnenproduktion zu machen. Ein Pylonenzombie. Da pflanze ich doch lieber gleich mal eine Erbsenkanone mit dazu. Einzige größere Gefahr sind jetzt noch die Eimer-Zombies. So, da ist gerade der erste Sonnenpilz groß geworden. Der gibt mir ab jetzt wieder die normalen Sonnen. Weiterhin die 15 so lange, bis sie selber groß werden. So, an der Verteidigung sollten wir jetzt erstmal nicht mehr vorbeikommen. Zombies nähert sich mal wieder. Da kommt ein Eimer-Zombie. In einem Fall, dass ich aufgehalten werden kann, einfach mal Walnuss und Kartoffelmine dahinter. Allen Tieren.
weiter sie nach vorne kommen, desto mehr Beschuss kriegen sie, ja. Weil immer mehr Pustepilze anfangen zu schießen. Der Eimer sollte mal kaputt sein. Pustepilze kann man immer schön auf Bandit treffen. Ja. Die kosten ja sowieso nichts. Kann man sie ja machen, ne? Pustepilze machen übrigens an sich denselben Schaden wie die Erbsenkanone. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns noch kein Geld fallen gelassen, ne? Kaum beschwert man sich, schon funktioniert's wieder. Man sollte sich öfter mal beschweren, ne? Weil wir kriegen ja für jedes perfekt abgeschlossene Level, in dem wir keinen anderen Rasen mehr benötigt haben, normal 250 Euro. Also 50 Euro pro Rasenmäher. So, jetzt kommt die letzte Welle. Giftige Dämpfe, die Fliegengitter durchdringen. Wozu Fliegengitter durchdringen, fragt ihr euch? Deswegen. Es gibt nämlich den Fliegengitter-Zombie. So, dann nehmen wir mal unsere drei Pilze mit. Eimer-Zombies haben wir diesmal keine dabei. Machen wir es so, das sollte reichen. Ich glaube, diesmal reicht eine Reihe Sonnenpilze wieder. Schon wieder die Zombies. Brains.
Ein Pustepilz alleine schafft es gerade so, einen normalen Zombie abzuwehren. Zweit schaffen sie das aber schon ziemlich gut. Das sind die Fliegengitter-Zombies. Die wehren alle frontal angehenden Angriffe ab mit dem Fliegengitter, bis das Fliegengitter kaputt ist. Oder man benutzt die Stickpilze und schießt durch das Fliegengitter hindurch. Denn wie man sieht, funktioniert das ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber da draußen fliegen schon wieder Hubschrauber rum. Sind auf jeden Fall ziemlich laut. Falls ihr das hören solltet, bitte ich um Entschuldigung, ich kann da nichts hören. Oh, und jetzt hat es wieder heftig zum Schütten angefangen gerade. Wetter ist zurzeit auch echt nicht das Beste. Hat gestern schon den ganzen Tag durchgeregnet. Heute geht's anscheinend weiter damit. Ach, das ist ja schon die letzte Welle. Hatten wir nur eine Welle in diesem Level. Toll an den Stinkpilzen ist übrigens, dass die alle Zombies treffen, die sie in diesem Strahl erwischen. So, schönheit halber, pflanze ich das da noch hin. Und jetzt kriegen wir den Grabfresser.